Hallo, hier ist Francis Herdes. Herzlich willkommen zu Francis Duftender Wellness. Was dein Bauchgefühl dir sagen will, hörst du immer mal wieder auf dein Bauchgefühl? Oder triffst du Entscheidungen hauptsächlich mit deinem Kopf oder mit deinem Herzen? Ich finde immer, wenn alle drei im Einklang sind, also wenn dein Herz voll Ja zu etwas sagt, wenn dein Kopf, dein Denken auch sagt, ja, das macht Sinn. Das sollte ich unbedingt machen. Und wenn dein Bauchgefühl stimmt und du dann mit allen dreien zusammen die Entscheidung fällst, dann fühlt sich das so richtig ganzheitlich, so richtig an, dass du alle deine Ebenen mit drin hast. Und genauso geht es heute in der 28 Tage Duftende Reflexzonen-Challenge um dein Bauchgefühl. Wir hatten gerade in der Challenge-Gruppe, wo du auch noch mit reinkommen kannst, die heißt Duftende Reflexzonen, die 28-Tage-Challenge. Und da haben wir gerade das erste Interview jetzt live drin gemacht mit Bianca. Und sie hat ganz spannend erzählt, wie viel entspannter sie geworden ist, wie viel gelassener und wie viel mehr Energie sie auch für den Abend jetzt hat, dadurch, dass sie schon 7 Tage bei der Challenge mitgemacht hat. Und das Thema Bauchgefühl ist so wichtig, weil wir ja sowohl, ja, wenn wir frisch verliebt sind oder wenn wir uns über etwas so richtig, richtig freuen, dann haben wir wie so Schmetterlinge im Bauch und dann jubelt das Bauchgefühl. Und wenn wir aber herausfordernde Dinge in unserem Leben haben, dann kann es auch sein, dass uns das auf den Magen schlägt, dass es uns den Appetit verschlägt und dass wir deshalb dann, ja, dass alle möglichen Energien, Gefühle durch den Bauch gehen und das kann uns regelrecht lahmlegen. Und da gibt es eine tolle Wellness-Anwendung dafür, die ich dir heute an Tag 7 in der Gruppe zeige, wie du dein Bauchgefühl stärken kannst und auch wie du die Dinge in deinem Leben verdauen kannst. Und wenn du ein Kopfmensch bist, der vieles mit dem Kopf ausmacht und vieles auf vielem herumdenkt und Vor- und Nachteile, sollte ich nicht, und dann ist die leise Stimme der Kritiker in dir. Und dann ist vielleicht die Stimme, die wie dein bester Coach, wie dein bester Trainer ist in deinem Kopf und die sagt, ja, mach das unbedingt. Und um genau dieses in Einklang zu bringen, zeige ich heute in der Gruppe an Tag 7, wie du dein Bauchgefühl stärken kannst und auch wie du die Dinge in deinem Leben verdauen kannst. Natürlich wieder mit duftenden Anwendungen und Bianca, die selber sehr viel in ihrer Praxis zu tun hat, sehr viel mit Menschen, sehr viel am Tag, erzählt auch, was ihr daran so Freude macht, sich wirklich diese 15 Minuten Wellness am Tag zu nehmen, wo viele vielleicht sagen, oh nee, 15 Minuten, da habe ich jetzt überhaupt keine Zeit für. Viele denken, dass man, um sich so richtig gut zu fühlen, dass man da riesig viel Zeit braucht, so ein 2 Minuten Wellness-Retreat, 2 Wochen Wellness-Retreat oder ich muss da jetzt jeden Tag 3 Stunden ins Fitnessstudio oder so, um mich richtig gut zu fühlen. Das sind natürlich tolle ergänzende Sachen, aber dass du von innen heraus so richtig deine Freude spürst, so richtig spürst, dass du in deinem natürlichen Flow bist, der Inspiration, dafür reicht es, wenn du mit 15 Minuten am Tag startest. Und deshalb leite ich dich in der Gruppe. Die Gruppe heißt Duftende Reflexzonen, die 28-Tage-Challenge. Und das ist mein Geschenk für dich einfach, dass du deine Wellness auf den nächsten Level heben kannst. Heute das Thema Bauchgefühl und wie du Dinge in deinem Leben physisch, emotional, von deinem Energiekörper her verdauen kannst und auch vor allen Dingen, wie du dich mit deinem Bauchgefühl verbindest. Wenn bei dir vielleicht der Kopf ganz stark entscheidet oder das Herz öffnet sich und sagt, ja, unbedingt, aber dann kriegst du irgendwie Bauchgrummeln, so wie Hauke hier schreibt. Vielleicht spürst du gerade Bauchgrummeln. Also deshalb möchte ich dich herzlich einladen zu 15 Minuten Wellness in unserer Challenge-Gruppe. Und das macht so richtig Spaß. Da habe ich jetzt die Übersichten schon für heute reingepostet. Ich werde jetzt zu der Challenge nicht mehr hier direkt live gehen auf meinem Profil, sondern das findet alles in der Gruppe statt. Einfach weil wir da schon auch ein gutes Energiefeld aufgebaut haben. Das heißt, wenn du bisher immer die Ausrede hattest oder dir selber gesagt hast, ah, da habe ich keine Zeit dafür, nutze einfach die Energie der Gruppe, die Energie, das Energiefeld, was sich aufbaut, wenn viele Menschen das gemeinsam machen,
dass auch du einfach aus deinem Bauchgrummeln, aus deinem täglichen Trott rauskommst und auch vom Energiefeld her angehoben werden kannst, das einfach zu machen, einfach auszuprobieren. Jetzt laufen auch die ersten Interviews in der Gruppe und da kannst du spezielle Fragen auch nochmal stellen, wenn du jetzt in deinem Körper oder emotional einen bestimmten Punkt hast, wo du sagst, das möchte ich jetzt mal klären, reinigen, entspannen. Da hast du eine gute Gelegenheit in der Gruppe dazu. Hey, vielen Dank für die vielen Smileys, Emojis hier und ich grüße ganz herzlich alle, die hier live dabei sind. Komm mit in die Gruppe rein, da steht jetzt gerade die Aufzeichnung von heute bereit. Kannst du direkt loslegen mit deinen 15 Minuten Wellness. Ich sag dir liebe Grüße, gute Wellness, gute Entspannung, gute Erfrischung heute und wir sehen uns in der Gruppe. Bis dahin, alles Liebe!